Hallo zusammen, ich bin böser Gummibaum und habe gerade vergessen aufzunehmen. Ich bin mit dem Siedler und dem Musketier die zwei Felder weitergegangen. Seit der letzten Folge, nur dass ihr hier nichts verpasst. Wir spielen Civilization. Wir spielen. Böser Gummibaum kann nicht reden, wie üblich. Aber auch Civilization 6 als Gina auf Gottheit und machen gerade Sumerien so richtig fertig, wie sich's gehört. Die Schweine sind uns nämlich in den Rücken gefallen, als wir noch im Krieg mit dem Kongo waren, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist einfach nicht okay. Sowas macht man nicht. Und deswegen müssen sie jetzt sterben. Wir haben hier eine kleine Fregatte, mit der wir auf Erkundungstour The sind. natural history of this Oh, die archipel. echt, was ist los? Manchmal geht's einfach gar nicht. Komm, zehn. Galapagos-Inseln. Here we fucking go. Ist ja doch nicht so schwer. Okay. Kisch muss fallen. Durch die Gnade des allein Gottes, des Mächtigen, des Ewigen, dessen Königreich kein Ende hat, grüße ich euch in aufrichtiger Freundschaft. Hey, das war der letzte, oder? Jetzt kennen wir, glaube ich, alle. Wie viel sind das? Sieben. Yes. Mein Gott. Wo ist dieses verfluchte Bananenlager? So, du bist auch noch. Okay, du bist jetzt. Dich kann man nicht mehr weiter upgraden, weil du bist komplett upgegradet, wie es aussieht. Du kannst mal dahin. Dann schießen wir von hier aus auf dich. Kriegst eine Beförderung. Oder du kriegst auch gleich eine Beförderung, wenn ich das richtig sehe. Yes! Das heißt, wir können dich gleich wieder heilen. Das ist natürlich am allerbesten, wenn es so läuft. Du kommst dahin, du kommst dahin. Produktion auswählen, Insian. Da können wir jetzt eigentlich wirklich nichts mehr machen, aber Big Ben dauert immer noch ewig. Noch eine Bombarde, vielleicht eine zweite. Ja. Und dann lassen wir es mit den Einheiten wieder. Was sollst du bauen, liebes Guangzhou? Eigentlich schon längst ein Aquädukt, oder? Nein, du bist eh an einem Fluss und ich kann kein Aquädukt mehr bauen. Außer da kann ich eins hinstellen. Wie viel bringt es? Zwei, oder? Plus zwei Wohnraum. Ist es das wert, ist die Frage wahrscheinlich schon. Ja, dann werde ich wohl das hier leider auflösen müssen, was etwas tragisch ist. Aber was soll man tun? Das Leben ist hart. Du hältst dich mal. Du marschierst hier weiter nach unten. Du, musst hier eigentlich keine Farm bauen. Hier könnte ich eine Farm hinhauen. Du, will ich irgendwem wollte ich unter die Arme greifen, aber ich weiß nicht mehr genau wem. Ich glaube Taiwan da oben. Mit Universität, also vor allem jetzt mit Bibliothek und dann Universität schneller fertig wird. Okay, kann ich jetzt auf die. Nein, okay, fuck it. Kann ich nicht auf die schießen? Egal. So, wir gehen jetzt da mal schön rundherum. Ich sollte eigentlich wahrscheinlich Forschungsabkommen schließen, aber erstens hassen mich fast alle und zweitens weiß ich immer noch nicht genau, wie es funktioniert. Und ich könnte nur mit, so wie das aussieht, momentan wahrscheinlich Brasilien, oh Gott, eins abschließen und das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Wieso bin ich jetzt schon wieder so weit hinten? Gut, ich habe jetzt ziemlich lang rumgeforscht. Wir sollten uns dann gleich ein paar auf einmal freischalten. Was baust du? Du baust. Du könntest natürlich einen Unterhaltungskomplex bauen. Das baut Handelszentrum und so weiter. Der anderen Seite ein Handwerker wäre auch keine schlechte Idee. Ich glaube, wir haben einen kurzen Handwerker raus. Xian, wo willst du nochmal einen Handelsweg hinschicken? Ein Pinda vielleicht? Machen wir mal einfach ein Pinda. Du gehst nach Guangzhou. Ja, natürlich, eh klar. What the fuck, Frankreich? Okay, das gibt's doch nicht. Das gibt ich. Eine Zombie-Apokalypse ist nichts dagegen. Wie viele Barbaren kann dieses Lager spawnen? Und zwar in welche Geschwindigkeit? Du gehst dann dafür nach Chengdu. Du heilst dich jetzt mal kurz. Du kommst hier runter. Okay, das hätte ich auch vorher machen können. Du baust hier mal ein Sägewerk. Nichts. Okay, dir geht's nicht mehr so gut. Ist okay, aber genau, das ist deine Beförderung. Einmal schießen, einmal Beförderung.
Zweimal schießen, das bist du. Inquisitor. Okay. Mich dahin, da werde ich von Schuppack beschossen wahrscheinlich. Aber es reicht auch, um die Stadt das nächste Mal einzunehmen, also ist nicht so schlimm. Du kriegst auch noch eine Beförderung. Nice. Du kannst jetzt nochmal schießen, musst aber nicht. In dem Fall können wir eigentlich uns schon mal hier hinstellen und versuchen auf Schuppack zu schießen. Und dann können wir dann da oben unsere Stadt bauen, eigentlich, mit dir. Jupp, wir kommen auch schon mal hier. Da ist Frankreich, okay. Könnten Brasilien dazu anstiften, Frankreich anzugreifen. Nein, benötigt Befehle. Bauen wir einen Bauernhof hier. Nope. Nehmen wir noch nicht. 155 Forschung pro Runde ist nicht so viel. Du würdest mir... Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir ausgezeichnet. Ja, Allah segne dich, mein Freund. Scheinst du ein ganz netter zu sein. Okay, wir können uns jetzt schon mal hierhin bewegen. Achso, du kriegst noch eine Beförderung. Was kriegen wir für eine große Persönlichkeit? Einen großen Händler. Steigert die Handelswege um... Erstens plus 25%. Steigert die Handelswegkapazität um... Hä? Egal, irgendwie steigert es die Handelswegkapazität, was ja auch ziemlich nett ist. In dem Fall könntest du hier eigentlich einen Händler bauen als nächstes, sobald wir was gemacht haben. Wo bist denn du? Da bist du. Wo ist? Da ist es. Okay, und das heißt, du kannst jetzt anfangen, Händler zu bauen. Mit dir gehen wir nach Siam. Kannst mal hier hin. Wie viel kostet eine Universität zu kaufen, frage ich mich gerade da hinten an. Du kannst auch nach Siam. Alle gehen mal ein bisschen nach Siam. You freaking kidding me. Oh mein Gott. Wo will ich die Stadt dann hinbauen? Schlussendlich ist die Frage hier. Da vielleicht? Das war 1, 2, 3, 4. Naja, also nur 4 entfernt von Uruk. Will ich da irgendwas behalten? Nippur, glaube ich. Habe ich mir gedacht. Behalte ich Nippur und... Oder dahin? Geht das überhaupt? 1, 2, 3, ja. Das ginge. Dann habe ich den Fisch noch. Den Fisch möglicherweise. Aber ja, dafür halt nicht mehr... Was hier mit? Hier wäre eigentlich ganz nett. Ich glaube, ich baue dich hier hin. Here you go. Du hast noch 3 Aufladungen. Und ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Brauchen wir da mal Bauernhöfe irgendwo? Bauen wir mal ein paar Bauernhöfe. Da wären Farmendreieck eigentlich ganz nett. Genau. Mit denen muss ich dann doch noch auf dich schießen. Nehmen wir dich. Dann können wir dich einnehmen gehen. Yep. Und die Stadt wird selbstverständlich vernichtet. Dann könnt ihr euch mal hier rauf bewegen. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Und du kommst noch hier hin. Du kannst dich schon fast in Richtung Nippur bewegen. Du bleibst mal stehen dabei. Wie suchen wir weiter die Küste ab? Okay. Und schon hat er mich denunziert. So viel zu netter Typ und so. Alright. Wo ist denn jetzt der... Da bist du. Okay, da stehst du hier ganz gut. Bam. Lordingsbums, was sollst du bauen? Ein Aquädukt vielleicht? Nein, bauen Kornspeicher. Gesandten schicken. Okay, wohin können wir einen Gesandten schicken? Nach Genf würden wir auch mal gerne welche schicken, glaube ich. Ja, schicken wir gleich mal 2 nach Genf. Du... Ja. Bau da halt mal ein Sägewerk. Wieso nicht? Wieso nicht? Was ist mit... Nein, das ist ein Spaß. Du gehst nach Sinjan. 84 nur, perfekt. Einmal. Zwei, okay, wir haben die eh schon fast wieder.
niedrig genug geschossen, dass wir sie angreifen gehen können. Dann kommen wir doch mal da runter. Also nicht fast, sondern haben wir. Ah, okay, du kannst auch hier hin. Perfekt. Das heißt, du kannst mal hier rüber. Können wir uns in dieses Waldstück setzen. Ist das ein Berg, ein Hügel? Graslanden, nein, das ist nicht okay. Mehr Frankreich. Hier oben. Du kommst hier hin. Alright. Sind wir gleich fertig mit Sumerien. Jetzt ist am Schluss ist es ein bisschen ins Rollen gekommen. Was willst du von mir? Ah nein, ich baue dich lieber hier hin, weil ich da ein schönes Farmendreieck bauen kann. Oder Viereck sogar. Parallelogramm sozusagen. Stirbst du jetzt? In Bälde. Normalteil ist fertig. Colonialism, imperialism and war also originated for a machine to run smoothly and predict. Wir können mal schauen, eigentlich. Kartenoptionen, nein. Linsen. Kontinent, ist das alles der gleiche? Nein. Wo sind sie an? Sind es auf dem Kontinent? Okay, und die Städte da oben sind alle auf einem anderen. Das sind immerhin 5 Städte, die auf einem anderen Kontinent sind. Das könnte schon Geld bringen, eigentlich. Aber ich glaube nicht mehr als die Handelswege. Wie viel Geld bringt's? Machen wir wieder keinen Kontinentlinse. Okay, mal schauen. Plus 25%. Plus 19 Gold. Zu 20 im Durchschnitt. Ja, du machst schon. Du senkst den Durchschnitt ordentlich. Sagen wir so 18 im Durchschnitt. Das sagen wir ziemlich großzügig. 20, 25% von 20 sind 5 Gold mal 6 sind 30 Gold. 4 Gold wäre jetzt definitiv wesentlich mehr. 4 Gold mal 12. Von dem her sollten die Handelswege da eigentlich wesentlich besser sein. So, was wollte ich als nächstes machen? Ein Unterhaltungs-Dingsbumsi? Oder irgendwas anderes? Wir könnten einen Unterhaltungsdistrikt auch einfach irgendwo, keine Ahnung, dahin bauen oder so. Und dann hier noch ein Farmendreieck haben. Vielleicht wäre das das Schlaueste. Dann kaufen wir dich kurz hier und dann baust du uns jetzt einen Unterhaltungskomplex hier hin. Dankeschön. Du, wie viel kostet die Universität zu kaufen? Oh, ist gar nicht so teuer. Okay, die kaufen wir gleich mal rein. 75 Golden, Forschung, das gefällt mir schon wesentlich besser, als was vorher war. Und jetzt werden wir hier unser Industriegebiet reinsetzen, glaube ich. Jo, let's go. Gesandte schicken. Da sind nicht noch immer Suzerain, das ist ganz nett. Genf definitiv einen. Und sonst will ich einfach mit Genf weitermachen, ich glaube fast. Sollte eigentlich nochmal drauf gehen, oder? Kann ich dich töten? Ja. Okay, aber jetzt muss ich mich echt zurückziehen und ein bisschen heilen. Was schwierig ist, weil da ja immer wieder neue von diesen Schweinen spawnen. Warte, bist du ein Industriegebiet? Ja, okay, das heißt, da kommt auch noch eine Mine drauf. Du kannst, ich könnte dich hier ein Farmendreieck machen. Ich glaube, das machen wir. Du kannst mal darüber. Falls sie aufmüpfig wird. Du kannst mal runter zum Kongo. Du baust hier einen Bauernhof, ganz richtig. Du bleibst da. Du kommst hier hin. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch mit irgendwem schießen. Yep. Und dann können wir dich auch abreißen gehen. Kann ich jetzt kurz auf den schießen und sie dann immer noch abreißen? Cool. Stadt vernichten. Alright. Du schießt noch auf ihn. Können wir uns hier schon mal nach vorne wagen. Aha, von da darf ich nicht schießen. Crap. Dann musst du wohl dahin. Du kommst dahin. Du stellst dich mal hier hin. Du stellst dich hier hin. Oh, du kannst jetzt schießen. Cool. Und dann schießen wir natürlich zweimal. Wie immer. Mit unseren hochgezüchteten Fernkämpfern hier. Oh. Eine andere Fregatte. Vorschlag ablehnen. Ich bring dich einfach um. Was in Kürze geschehen sein wird. Und dann haben wir wieder Frieden. Und werden unsere Städte vielleicht wieder ein bisschen glücklicher. Du kannst eigentlich hier hin und dann zweimal schießen. Bam.
Chemie hat große Fortschritte gemacht. Das gefällt mir ausgezeichnet. Wo ist denn Chemie? Wie komme ich schon wieder zu Chemie? Stahl mal kurz. Und dann Technologiebaum öffnen. Chemie. Da ist Chemie. Da wollen wir als nächstes hin. Okay, ein Kraftwerk, selbstverständlich. Jetzt weiß ich wieder überall, was ich bauen will. Heidan. Handan, sorry, nicht Heidan, Handan. Du brauchst irgendwann mal ein Industriegebiet, würde ich sagen. Und die Frage ist, wohin damit? Da hättest du zwei. Was ist denn das eigentlich? Industriegewerk. Und vielleicht hier hin? Ist da irgendwo noch ein Hügel? Bist du ein Hügel? Du bist ein Hügel. Das heißt, da wären es drei Hügel. Na, dann bauen wir es dahin. Du baust eine Wassermühle. Ja, du hast ja sogar Weizen. Hier bauen wir mal eine Werkstatt rein. Du kannst selbstverständlich nochmal auf den hier schießen, wie sich's gehört. Du hast schon geschossen. Du kannst noch dahin auch schießen. Ja, ist eigentlich egal. Du kannst auch da stehen bleiben. Das macht keinen großen Unterschied. Du hingegen musst jetzt dahin und die Stadt bauen. Yes. Noch ein Farmendreieck. Nein, lauf. Lauf so schnell du kannst. Was wollte ich hier machen? Nein, ich wollte das abholzen. Kriegst 128 Produktion, das ist auch schön. Fragt sich, ob ich denn in Kongo überhaupt noch angreifen will jetzt eigentlich. Was ist denn das für ein Ding? Panzerschiff, das ist nicht gut. Das Panzerschiff ist mir wahrscheinlich ein bisschen überlegen. War es nicht im amerikanischen Bürgerkrieg, wo auf einmal ein Panzerschiff aufgetaucht ist und die Leute so, what the fuck? Können damit nichts anfangen und dann kam von den Gegnern, also von den Konföderierten und dann kam von den Nordstaaten auch noch ein Panzerschiff an. Und dann waren alle nur so, what the fuck? Also, ja, ich weiß jetzt nicht, wie historisch akkurat das war. Wenn man denkt, dass ich gerade, waren alle so, what the fuck, gesagt habe, könnt ihr euch vorstellen, wie... Was für eine gute Quelle ich bin für solche Dinge. Aber naja. 42 Sekunden für ein Kraftwerk. Ein bisschen übel. Ah, du kannst auch noch schießen. Dann schieß doch. Schieß! Du. Wir haben noch einen übrig. Wo baue ich dich da? Da kannst du die Schafe anschließen gehen. Für die neu errichtete Stadt. Du baust selbstverständlich noch eine Mine hier. Wir dann hier schön Produktion bekommen. Soll ich mit dir warten? Ich glaube nicht. Aber du kannst mal nach Uruk, damit das ein Kraftwerk ein bisschen schneller hinkriegt. Du kommst dahin. Genau, du baust jetzt hier eine Farm und dann kaufen wir uns hier nochmal schnell dieses Geländefeld. Okay. Oh oh. Ah, ist das ein Hügel? Das ist ein Hügel. Good job. Aber ich muss trotzdem weglaufen. Ah! Lauf! Ich will nicht sterben. Ich muss gar nicht vom blöden Barbaren gekillt werden. Gibt nichts Demütigeres als das. Denkt, ihr betreibt Kriegstreiberei. Jo, eh. Denkt, ihr betreibt Kriegstreiberei. Ja, immer noch. Selbstverständlich. Habe die Ehre. Arabien hat die bösen Taten passiert. Niemand mag sich, habe ich so das Gefühl. Niemand hat sich so wirklich lieb hier. Eine recht realistische Welt. So, here we go. Geh da rein. Bam! Stadt behalten, die behalten wir. Sollst du jetzt nicht fertig sein? Dich gibt's immer noch. Warum gibt's dich noch? Okay, das Ding nur eine Stadt. Hast du da oben eine Stadt? Ist mir eigentlich egal. Ja, wahrscheinlich hat er da oben eine Stadt. Gut, dann soll er die doch behalten. Dann machen wir zufrieden. Gib mir dein Gold, gib mir all dein Gold pro Runde, das ist alles, was du hast, 8, ja. Dann, last up, ja, mehr hast du leider hier nicht zu bieten. Ur last up, Uruk last up, Nippo last up, ja. Yep. Vorschlag annehmen. So, jetzt hat er alle nicht mehr besetzt, sind wir alle glücklich, gibt keinen Krieg mehr, yay, feiern und so. Right, gut. Ja, hier muss ein Kraftwerk gebaut werden, weil da habe ich den
Was war das große Ingenieur, glaube ich, für Braten? Zwei Aufladungen hast du noch. Ja, aber halt ein Sägewerk, wieso nicht? Du baust jetzt hier die Stadt. Weckt! Kannst du dich hier schön heilen gehen? Wir müssen mal alle wieder Richtung Kongo. Du baust ein Monument, selbstverständlich. Du kommst hier rauf. Du gehst nach. Echt? Nur nach Ur? Du kommst da nicht hoch? Interesting. Okay. Na dann geh mal nach Ur. Du bleibst da. Du kannst mal in die Richtung. Du bleibst da. Du kommst hier runter. Während wir hier brav unsere Kraftwerkchen bauen. Und du baust hier den letzten Bauernhof. Dieses Dreieck hier. Mein Gott, lass doch ab von mir. Das gibt's hier nicht. Okay. Beweckt! Gut, ah, hier ist auch ein super, super Moment für einen Cut eigentlich. Wir haben Frieden geschlossen. Nein, du kriegst keine Geschenke von mir. Bist du irgendwie angerannt oder so? Gibt's hier nicht. Jetzt fängt das schon wieder an. Die ganze, willst du mir ein Geschenk machen? Nein! Es gibt nichts geschenkt. There is no such thing as a free meal. Den ich, Wirtschaftswissenschaften studiert. Die Entwicklung der ausreichenden Profisport hat große Fortschritte gemacht. There are three things extremely hard. Schön! So, perfekt. Sieht nicht so, also es sieht schon eher schlecht aus. Ja, ich bin unglaublich weit hinten, aber ich mache 193. Das muss doch ein bisschen was wert sein. Ja, momentan mache ich mehr Wissenschaft als alle anderen. Und ich glaube auch nicht, dass es weniger werden wird. Aber, und wir können bald mal noch Labore bauen. Aber für den Moment sind wir weit hinten, weit abgeschlagen. Wie viel hat der erste? 44 Technologien und ich habe 42. Also weit abgeschlagen ist was anderes. Aber das wird sich ändern, hoffentlich. Ich hoffe, wie immer, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.